So, da sind wir also im Gefecht auf nördliche Gewässer. Und ja, ihr wisst es, ich mach die Videos gerne für Leute, die das Spiel auch angefangen haben zu spielen, also Einsteiger. Und dementsprechend sind unsere Werte gut. Gucken wir erstmal das gegnerische Team. Eine Fushun, eine Maas, eine Benson, Ismail, Mackensen, New Mexico, Lyon, Florida und eine Serov. Keine Kreuzer dabei, dafür zwei sehr starke DDs. Hoffen wir mal, dass wir mit denen nicht gleich am Anfang zu tun kriegen. Am liebsten hätte ich gerne die Fushun. Aber gut, ist ja alles kein Wunschkonzert. Und von dem her nehmen wir die feste, wie sie fallen. So, wir sind rechts gespawnt, also bleiben wir rechts. Und im Normalfall würde ich jetzt sagen, wir probieren das Cap einzunehmen oder zu halten oder so lange zu halten, bis Verstärkung kommt. Als DD ist meine Hauptaufgabe, Caps einzunehmen und den Gegner aufzuklären. Ja? Meinem Team Licht zu machen. Ja? Das ist ganz wichtig. Und natürlich gehen da die Meinungen auseinander, das sehe ich auch immer wieder in den Spielen, dass jeder seine Rolle anders interpretiert. Ist okay. Ich persönlich fahre mit meiner Variante gar nicht so verkehrt. Und vor allen Dingen, das ist jetzt halt nur ein Gefühl, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe einen etwas größeren Einfluss auf den Spielverlauf als im Kreuzer. Aber das kann natürlich auch täuschen und vor allen Dingen, es braucht natürlich auch immer das passende Team hinten dran. Ja, man natürlich auch Spiele, wo man aufklärt und es passiert gar nicht, die schießen nicht mehr auf den Gegner. Es muss schon alles so ein bisschen zusammenpassen, aber ich probiere wenigstens meine Rolle so zu spielen, dass ich hinterher sagen kann, ich habe es versucht, ich habe meinem Team probiert, Möglichkeit zu geben, das Feuer auf den Gegner zu eröffnen. Ich habe mich bemüht, Caps einzunehmen. Und wenn es denn halt mit dem Sieg nichts wird, nix wird, dann wird es halt nichts. Gut, also das mal zu dem Thema. Und die Werte der Gede, die wir mit unserem Kapitän auf 14 haben, liegen bei 5,2 Kilometer Erkennbarkeit, 5 Sekunden Hauptgeschütz-Reload, knapp 90 Sekunden Torpedo-Reload und die Torpedos schwimmen 8 Kilometer weit. Und mit den Werten komme ich super gut klar. Wenn ich natürlich meine ganzen Kapitäne inklusive Inspiration auf 16 habe, dann werde ich natürlich, schätze ich, in der Erkennbarkeit bei ca. 5 Kilometer landen, eventuell sogar vielleicht bei 4,9. Aber 5,2 ist schon okay. Also das ist jetzt nicht so, dass man damit jetzt gerade, ne, vor die Wand rennt. Mit 5,2 kann man sich ins Gefecht stürzen. Natürlich ist es besser, wenn ihr drunter seid, aber wie gesagt, 5,2 ist okay. So, denn probiere ich meinem Kollegen anzuzeigen, hör mal zu, irgendwas ist vor dir. Be careful, my friend. Und er muss natürlich, also ich rede von unserer Tennessee, die muss natürlich schon schalten, wenn ich ihr sage, hör mal, da vorne ist was. Und sie sieht links die Mackensen, die kommt gleich. Denn hatte ich die Hoffnung, er sie es realisiert, ups, vor mir ist was, bremsen. Und das dauert beim Schlachtschiff ja. Aber ja, seht ihr das da am rechten Bildschirmrand? Diesen kleinen, seht ihr das, die kleinen Pünktchen, die darüber wandern? Nein, sind keine grafischen Fehler. Das waren Torpedos. Und naja, gucken wir mal, wie unsere Tennessee aussieht, wenn wir sie wieder ins Bild kriegen. Ja, ich würde mal sagen, leicht blass um die Nase und etwas abgenommen. Ne? Gut. Aber ich sag, das sind die guten Versuche. Vielleicht hat er auch nicht drauf geachtet. Wir können ja auch nicht. Ja, doch, eigentlich sollte das schon unserem Team dienen, wenn wir irgendwas markieren auf der Map. Egal. Ich habe es versucht, hat nicht geklappt, kann es geben. Probieren wir die Tennessee trotzdem über die Runden zu kriegen. Aber in erster Instanz muss jetzt mal dieses Viech da weg. Da ist sie, die Funschun. Funschun. Fuschun. So, mein Kollege links im DD macht sie auf und wir beteiligen uns natürlich am munteren Tontaubenschießen. Sie nebelt sich ein, ist okay, kann man machen. Hatte ich vermutlich auch gemacht. Aber was ich mit Sicherheit gemacht hätte, ist, wenn so viele Schiffe auf mich schießen, ich hätte mich verpieselt. Ich. Und ich habe jetzt Hydro reingenommen für allfällige Torpedos Richtung Tennessee. Ne? Weil uns tun die, glaube ich, gar nicht weh. Aber die Fushun, die hat einen anderen Plan gehabt. Also ich weiß nicht genau welchen, aber sie hat einen anderen Plan. Ja. Und da wird sie aufgemacht. Und dementsprechend können wir wieder das Feuer eröffnen. Und das ist natürlich schon doof. Ihr seid schon am Kartenrand, da habt ihr eh nicht mehr so viele Möglichkeiten zu manövrieren und zu rangieren. Und dann ist es halt mehr oder minder die logische Konsequenz, dass ihr ins Gras schmeißen werdet bei 2 gegen 1. Passiert das relativ schnell. Also unsere Tennessee, ja, hat nochmal ein bisschen abgenommen.
Und da hinten ist die Mackensen. Genau, und die sehen auch topfit aus. Und da habe ich mir gedacht, gut, den einzigsten sozialen Dienst, den ich der Tennessee jetzt geben kann, ist, sie unsichtbar machen. Also fahren wir mal auf sie zu. Ja, und da frisst sie wieder eine Ladung. Naja, Breitfahren ist halt auch nicht. Auch in der Tennessee ist Breitfahren halt auch nicht vielleicht unbedingt so ratsam. Aber sie lenkt schon nach rechts ein, dementsprechend schlage ich nach links ein und ebne ihr den Weg in die Unsichtbarkeit. Nee, ich befasse mich jetzt mit dem Wahnsinn. Die ist jetzt für mich interessanter. So, und natürlich, es gibt auch so Kandidaten, die fahren vorne in den Nebel rein, hinten aus dem Nebel raus und schießen wieder. Den kann man nicht helfen. Ja, der Sinn wäre es gewesen, dass die Tennessee sich jetzt schnell im Moment erholen kann. Und ich mich um die Mackensen kümmere. Und wir sehen jetzt gleich, warum ich am Anfang gesagt habe, ich bin noch am Üben. Also das ist natürlich so. Ich habe zwar ein paar hundert Gefechte in DDs, aber nicht mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, sondern immer so mehr aus Jux. Und jetzt ist die Ernsthaftigkeit da. Und jetzt muss ich natürlich lernen abzuschätzen, know your ship, kennt euer Schiff, wie schnell dreht es. Und ich unterschätze das immer wieder, dass die Gede nicht so schwungvoll um die Ecke kommt. Ich schieße meine Torpedos bei 6 Kilometer oder drehe bei 6 Kilometer ein und lande schlussendlich bei 5,1 und dann gehen wir auf. Das ist natürlich doof, ja? Das ist wirklich blöd. Aber wir können es nicht ändern, wenn wir offen sind, sind wir offen, dann müssen wir das in Kauf nehmen, was jetzt küt, nämlich eins aufs Näsle. Aber zum guten Glück gehen wir ja wieder zu. Zum guten Glück steht hier eine Insel. Landgang. Aber zum zweiten guten Glück fährt die Mackensen einfach weiter. Finde ich prima. Danke, Sportsfreund. Swiss 1, Mackensen 0. So kann es gehen. So, also. Vielen Dank. Jetzt. Nein, wir sind ein Team. Haben alle gut gemacht. Ihr habt eingesteckt, ich habe ausgeteilt. So gehört sich das. Bitte, bitte. Und ich sehe jetzt, wie das nächstgelegene Schiff links von mir. Und jetzt kommt ein kleiner Twist ins Spiel, den ich noch nicht so ganz gefressen habe. Unser DD fährt Nase Richtung D oder C Cap. Und ich war der Meinung, der fährt jetzt das Cap holen. Ich. Also orientiere ich mich jetzt nach. L Nein, ich brauche keine Hilfe. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber man kriegt ja keine Antwort, ist okay. Ich wollte eigentlich, denn wenn ich eine Antwort kriegen würde, hätte ich vielleicht das D-Cap oder das C-Cap, was das da oben ist, markiert, zum sagen, ey, fahr doch bitte dahin, dass wir ein drittes Cap haben, weil punktetechnisch haben wir uns noch nicht so wirklich abgesetzt. Und wir orientieren uns jetzt an dem Halbkreis links von uns, denn ich habe da den gegnerischen DD vermutet. Ein Schlachtschiff kann es nicht sein, weil da vorne ist die Nelson. Und okay, die steht neben einer Insel. Na, trotzdem war ich der Meinung, das ist der DD. Weil ein Schlachtschiff würde ich jetzt ja spätestens sehen. Die Nelson ist 13 Kilometer weg. Also, wie weit ist denn das nächste gegnerische Schiff dann bitte schön vor mir weg? So, da ist sie, die Florida. Und die ist 19 Kilometer. Das kann nie im Leben das nächstgelegene Schiff sein. Ist auch nicht, by the way. Genau, Maschinenboost deaktiviert. Und oben in der Minimap sehen wir, ups, da kommt zum keinen kleinen Konflikt her. Unser DD-Kollege hat da wohl eine kleine Rangelei mit dem gegnerischen Schiff. Aber ich dachte immer nach wie vor, wenn er das gelöst kriegt, fährt er auf das Cap, dass wir ein drittes Cap kriegen, dass wir ein bisschen mehr Punktevorsprung kriegen. Dachte ich. Aber meine Oma hat ja immer gesagt, Schätzekind, überlass das Denken den Pferden, die haben größere Köpfe wie wir. Hat sie wohl recht mit. Also, gut, ich vermutete da den DD, also sprich die Benson. So, oben ist er, das letzte, der noch übrig ist. Und wir haben jetzt wieder gesehen, Minimap, Jetzt haben beide Schiffe freie Fahrt zum nächsten gegnerischen Cap. Nee, das ist nur ein Schiff. Ja, trotzdem. Kriegt man da. Ach nee, das ist kein gegnerisches Schiff, das ist ein Flugzeugträger. Ich ging davon aus, sie nehmen das Cap ein. Ist einfach so. Und jetzt sehe ich ja super. Jetzt ist, ne, die Benson auf unserem Cap und die Nelson steht da auf dem Präsentierteller. Habe ich mir gedacht, ja prima. Da ist er. So. Und jetzt sage ich mir nach, boah, Nelson, HE-Monster, die nimmt jetzt Maß, die Benson ist offen, hat sich wohl auch ein bisschen verspekuliert mit der Reichweite. Ich schieß mal auf sie und, boah, schicker Treffer. Leider nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich hätte mir gewünscht, mehr Schaden, aber nun gut, ist nicht alles ein Wunschkonzert.
Und jetzt kommt auch wieder ein weiterer klassischer Punkt bei mir. Muss ich mich daran gewöhnen. Im Kreuzer könnt ihr gerne mal die Landschaft angucken. Im DD empfiehlt sich das nicht. Warum? Die Erklärung folgt im praktischen Hinweis. Ich gucke, wo mein Teammate ist. Ich sehe ein ganz fieses Zeichen. Ja. Darum. Geradeaus gucken, hä? Aber gut, das willst du machen. Da war das schöne Leben weg. Und ist ja nun gehupft wie gesprungen. Wir müssen jetzt trotzdem das Scepter wieder zurückholen. Und neben der Florida ist noch etwas anderes da. Nämlich die Lyon. Und das ist kein netter Spielkamerad für die Ds. Und schon gar nicht, wenn die nah rankommt. Aber ich wollte jetzt diese Ver da ist er. Ich wollte jetzt die verflixte Benzen. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, top mal einfach in den Nebel rein. Leute, findet es ja nur raus, ob sie da drin ist, wenn der drauf schießt. Ja? Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Also. Und wie wir gleich sehen werden, geht das Licht nicht an. Und damit die Lyon aber immer näher kommt, haben wir dann, Jungs, so, by the way, könntet ihr vielleicht mal, wenn es möglich wäre, hier so Richtung Lyon mal, denn ich habe jetzt gleich ein kleines Rendezvous mit der Benson und, ja. Die Lyon kommt näher und näher. Denk mir, ja, gut. Egal, die Benson muss jetzt weg. Ich muss die raus haben. Sonst macht die Ärger. Will keine Benson im Spiel haben. Und meine Torpedos machen sie wohl ein bisschen nervös. Obwohl, hat ja genug Platz zum Rangieren. Jopp, da kommt das erste Andenken. 6 Kilometer. Lyon. Hm? 5,9. Benson muss weg. 5,7. Und klar sind wir offen, wir schießen ja. Ist ja logisch. 5,4. Und so, Benson ist weg. Und ich trete jetzt auf die Bremse. Wollte mich einnebeln. Torpedos habe ich noch nicht. Dann habe ich mir gedacht, ui, die kommt aber schnell näher. Geben wir doch lieber wieder Gas. Aber das kurze auf die Bremse latschen hat auch wieder einen Effekt. Nämlich welchen? Genau. Unter Umständen hätten wir die auch wieder mitgenommen. Ja? Haben wir nicht. Wir latschen ja kurz auf die Bremse. Aber, wie das manchmal im Leben so ist, richtig. Die Lektionen im Leben sind immer ein bisschen härter, wie man sich das vorstellt. So, und natürlich treffen meine Torpedos nicht, weil die liebe Lyon ist ein schnelles Schiff, hat wohl Gas gegeben. Aber ich bin wenigstens wieder zu. Und kann mich mit meinen knapp 826 Restpünktchen einen kurzen Moment erholen und gucken, was meine Jungs machen. Ich habe ja schließlich noch zwei auf dem Feld. Noch. Und punktetechnisch sieht es eigentlich auch nicht mehr so verkehrt aus, weil wir sind doch immerhin jetzt schon so 100, 130, 140 Pünktchen sind wir voraus und ein paar zerquetschte. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Ja? Wenn meine Kollegen ja noch was auf der Rippe hätten. Aber genau da liegt ja die Krux. Haben sie ja nicht. Das heißt, sobald die Lyon auf den nächsten Kameraden schießen wird, wird sich da oben bei uns in der Schiffchenanzeige was tun. Und zwar nicht das Richtige. Und damit wird die Sache wiederum eng. Und was da oben beim Decap passiert ist, habe ich auch noch nicht so ganz kapiert. Natürlich ist die Lyon jetzt auf dem B-Cap. Oder zumindest auf dem Weg dahin. Und unser Schlachterkollege ist da drin. Das ist ein netter Versuch, aber ich habe es gesagt, nächste Salve von der Lyon. Ja, sie trägt einen kräftigen Hit davon, aber die muss jetzt weg. Ich habe darauf gewartet, dass sie eindreht. Sie tut mir auch den Gefallen. Ich sehe, dass sie Gas gibt. Also einfach mal mutig ordentlich vorhalten. Und die zweite, so, einen zweiten Schirm setzen wir so, wie er angezeigt wird. Ne? So in etwa. Genau. Und ich hatte wirklich die Hoffnung, dass die Lyon draußen ist, bevor wir unser letztes Schlachtschiff verlieren. Weil, guckt auf die Punkte. Aber der eigentliche Wahnsinn, der kommt erst noch und der ist furchtbar. Denn wir liegen ja immer noch vorne. Und meine Torpedos sehen gut aus. Die sehen wirklich gut aus. Sie sind auch gut. Sie machen auch, was sie sollen. Ja, aber nein. So, also, jetzt haben wir noch 70 Pünktchen Vorsprung. Und in dem Moment sehe ich links die Seerov und denke mir, wieso sehe ich die Seerov? Die ist relativ weit weg. Die hat eine geringere Erkennbarkeit. Und wenn wir jetzt zwei DDs im eigenen Team sind,
Wo könnte wohl der Grund liegen, dass ich die Seerauf sehe? Mein Kollege Essig wird da irgendwo in der Nähe sein. Und ich denke mir, gut, ich muss aufs B-Cap zurück. Weil der Countdown zählt runter. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben nach Punkten gewonnen. Die kriegen das nicht mehr eingeholt. Wir haben nach Punkten gewonnen. Hm? Korrekt? Nein, falsch. Warum? Jetzt geht's los. Warum schießt der denn auf den? Es gibt doch keinen Grund. Und jetzt achtet. Achtet oben auf die Uhr und aufs Spielausgängchen. Ja, das war's. Sieg weg. Aus die Maus. Weil Monsieur die Füße nicht ruhig halten konnte. Auf der Bremse latschen, unsichtbar werden. Egal, regen wir uns nicht drüber auf. Trotzdem haben wir eine gute Runde gespielt. Und das war's zum Video. Und ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Bleibt alle gesund und munter. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Macht's alle gut. Euer Swiss.